bin nackt. So, wir nehmen den Bandit. Wir werden mit der Axt spielen. Solo hat bestimmt schon reported. So, wir werden mit der Axt spielen. Auch ist das hier eine gute Idee, weil die Keule viel besser scaled. So, wir nehmen den Generalschlüssel, denn das ist nicht verboten. Und wir sind... Nehmen kräftige Beine. Es geht los. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ganz wenig trainiert. Ich habe das Spiel nicht mal richtig eingestellt. So, und ich bin ganz, ich habe gestern Training gemacht, nur gestern. Normalerweise habe ich ja No Death Run des Todes. Na, aber war nicht gut. Na. Der Balken ist insane. Da seid ihr nicht der Einzige, der das sagt. So confident oder keine Lust? Naja, ich hatte andere Games. Und ich habe schon mal nackt trainiert, na, als es geleakt worden ist. Na, ich bin ja League of Legends Caster. Na, das geht schon wieder los. Und dann wusste ich schon ein bisschen vorher, was passiert. Wir haben tatsächlich sehr viel geübt. Hatten aber dann natürlich Panik des Todes. Guck hier. Nein, ich habe diesmal keine Wortwitze vorbereitet. Wenn mir spontan einer einfallen sollte, dann kommt er natürlich raus. Aber es ist tatsächlich nicht so schlimm gesetzt. Beim letzten Mal haben ja die Leute tatsächlich angerufen. Zu Recht. Na, aber not today. Bruder, du bist ja hyper langsam. Joghurt im Bad. Ist tatsächlich ein Feature, ist ein unique selling point von mir. Boah, ich habe gerade so viel kalten Joghurt gegessen, dass mir von innen kalt wird. Ich friere gerade von innen. Kann man von innen frieren? Ich zitter so ein bisschen. Das ist jetzt der richtige Run, ja. Wir werden jetzt sterben. Also wir werden versuchen, es nicht zu tun. Ist das Magenfrost? Gibt es das? Gibt es Magenfrost? So, hier wird jetzt immer gezeigt, ob es ein guter Run wird oder nicht. Wenn ich den schaffe zu parryen, wird es ein guter Run. Okay. Also immer mein Parry-Test. Leute, das ist mein Parry-Test. Wir machen heute übrigens nur 2 Stunden. Danach machen wir was noch bescheuerteres. So. Aua. Im Gesicht. Manchmal kriegt man noch 2 Autotakes durch, manchmal nicht. Das ist halt so ein 50-50. So, weil nachher werden wir tatsächlich TFT spielen. Da kommt wieder mein Schulfreund vorbei. Der Johnny. Na, da müsst ihr euch einen Namen weniger auch merken. Ich nenne ihn den Elon Musk unter den Johnnies. Na, der ist basically Raketenwissenschaftler. Alter. Und da spielen wir nochmal TFT. Und ihr könnt mit Chatbefehlen mein Gameplay steuern. Na, das machen wir dann. Und zwar mit der besten Version ever made. Na, it's the best version. Ist komplett, ihr könnt sogar locken. Ihr könnt sogar locken. Leute, na, ihr könnt einloggen, wenn ihr etwas behalten wollt. Bisher war ja Rekord 3. Platz, glaube ich. Aber das war nicht komplett selbst gespielt. Da habe ich noch viel gemacht. 5. Platz war bisher.
Ja, aber wenn ihr es schafft, alles zu locken. Jetzt alles zu locken. Wenn ihr einen vierten Platz schafft, dann, keine Ahnung. Hau ich 20 Subs raus. So. 20 Subs. Wir haben übrigens beim Training gegen den Capra-Demon verkackt. Der Capra, der hat uns ganz schön hart eingezwaggelt. Das war unangenehm. Ich meine, wenn wir an der Treppe sind, dann ist alles cool. Aber bis zur Treppe ist hardcore. Genau, das ist heute der Plan. Wir machen halt wahrscheinlich so zwei Games. Und das kann ich mir psychisch gerade bei dem schlechten Training, das ich habe, kann ich mir das nur ein paar Stunden gönnen. So zwei. Exakt ein paar. Okay, das ist der Plan. Wie diejenigen, die sich wundern, wir nehmen ja ein bisschen die Startseelen mit. Das sind halt ein paar Level. Die hauen wir alle in Vitalität. Wir werden sehr lange über Vitalität kommen. Die meisten Bosse über Elektro töten. Gestern habe ich ein bisschen mehr Stärke reingejietet. Um den Vergleich so ein bisschen zu haben. War ganz nett. 10 Punkte, da bist du schon mal nicht letzter. Tatsächlich wäre ich mit 10 Punkten exakt immer noch Kategorie letzter. Das ist nur ein geteilter Platz. Aber es ist ein Unterhaltungsformat. Natürlich ist DLDU ein bisschen spannender, wenn man es länger läuft, ne? Das ist klar. Ist ein bisschen spannender, wenn es länger läuft. Head to head. Das bedeutet übrigens Kopf an Kopf. Spanisch. Wissen aber nur die wenigsten. So. Alle Tode müssen lustig sein. Ich denke, Peters Tod war schon sehr lustig. Ich denke, alle Tode, die in Kombination mit Ratten stattgefunden haben, sind gute Tode. Es müssen halt lustige Tode sein. Ich glaube, das ist die einzige Bedingung, die es tatsächlich bei DLDU gibt. A fun death. A good death. Bei LoL gibt es ja good deaths. Hier muss das auch so sein. Pestlist grüßen, richtig. Geräusche sind übrigens sehr unrealistisch. Klang so, als wenn ich hier mit irgendwelchen italienischen Superstiefeln gestürzt wäre. Bin ich aber nicht. So, wir resetten nochmal, weil die Skelette chasen manchmal ein bis nach Spanien und das will ich nicht. I don't want to do that. Okay. Ich denke, es gibt verschiedene Starts und das war einer so der härtere. Wenn derjenige sofort angesprungen kommt. So eine gewisse Grundpanik ist bei mir jetzt auf jeden Fall da. Aber ich weiß nicht warum. Es ist Dark Souls und ich bin nackt. Das sind eigentlich die besten Grundvoraussetzungen für Spaß. Spaß und Freude. Maxim hat es auch mit Spanien. Ja, Spanien ist halt cool irgendwie. So. Hier ist der schwere Angriff sehr empfehlenswert. Wenn man den normalen Angriff macht, macht er so. Das ist dann verkackt. Aber der schwere Angriff kommt von oben. Ja. Kommt man von oben, wird man nicht loben. Schlimm ist, mein Gehirn ist jetzt richtig darauf eingestellt, dumme Witze die ganze Zeit zu machen. Also das ist richtig schlimm. Mittlerweile verbinde ich das mit Dark Souls.
Lol. Ist halt nicht gut. Stop it. Scheiße, wenn er den Heat-Angriff macht, kann ich mich nicht schützen. Der Heat-Angriff ist der beste Angriff. Boah, jetzt habe ich gerade mehrere Denkfehler hintereinander gemacht. Maxi nimmt kein Blatt vor dem Mund. Korrekt. Was ist ein Blatt? Was ist ein Mund? Niemand weiß es. Ja, ich weiß nicht, ob ich heute psychisch den Capra-Demon nochmal schaffe. Oder probiere. Der hat mich gestern mental gebrochen, tatsächlich. Der RNG-Faktor ist zu groß. Wenn die Wölfe, wenn die Hunde mich da wieder komisch zwaggeln. Die Kisten sind übrigens extrem laut. Bam. Ah, da ist der andere Typ. Was hat er gemacht? Bruder. Stop it. Stumpfes Trumpf, korrekt. Vor dem Minotaurus hatte ich auch ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Da hatte ich gestern auch ein bisschen Luck. Bei dem Minotaurus habe ich auch ein bisschen gehadert. Habe ich nicht gut gespielt. Aber es hat trotzdem funktioniert. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. So, Space Jump, der nie klappt. Ist auch nur ein Hyrule, tatsächlich. Buchstäblich ein Hyrule. Bringen Köderschädel etwas gegen den Demon? Also in Dark Souls 3 gibt es ja auch diese Köderschädel. Und da gibt es einen Endboss, der aus ganz vielen Diakonen besteht, also aus ganz vielen kleinen Gegnern. Und das ist tatsächlich ein Endboss, wo Köderschädel funktionieren. Ich glaube natürlich nicht, dass der Minotaurus sich von sowas ablenken lässt. Da bin ich mir sehr sicher, dass es nicht geht. Aber der... der hier nervt mich gerade übelst, oder? Der heißt der... Ich glaube, der Abyss Watcher... Da sind ja auch mehrere Gegner gleichzeitig. Ich glaube, die lassen sich auch von Ködern ablenken. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Na, aber ich glaube, hier ist nichts dabei. Oh, schade. Ich kann übrigens Schilde wechseln, wie ich will. Ich kann jetzt also auch mit dem Hüllenschild arbeiten. Aber tatsächlich, der Spinnenschild ist jetzt tatsächlich sehr gut. Wir dürfen auch keinen Bogen nehmen, weshalb wir ausnahmsweise mal hier lang gehen. Wir dürfen keinen Bogen nehmen, außer wir hätten den Jäger genommen. Der Jäger hat tatsächlich einen Schwert und einen Bogen. Aber das Ding ist, den Bogen benötige ich halt nur für Anor Londo, so einen komischen Moment. So, Anor Londo ist halt, da gibt es ja halt diese Stage, wo du halt auf Balken lang schweben musst, wie im Zirkus. Und dann Gegner dich halt bewerfen und beschießen und so weiter. Hydra braucht man den Bogen nicht. Die Hydra kannst du auch wegbomben. Okay. Let's talk about that. Hier habe ich auch überlegt, ob ich bei dem was kaufen kann, aber tatsächlich fällt mir nichts ein. Also ich meine, früher waren es Pfeile oder so, aber... Bomben. Ist ein bisschen weird. So, wir werden hier ein bisschen resetten. Noch mehr Level reinpumpen. Also so viel wir können. Dann werden wir was trinken, weil ich mich gerade an meiner eigenen Spucke verschluckt habe. So. Lebensgefahr. Geht das Black Knight Shield? Ja, aber es wiegt halt eine Tonne, ne? Also ich glaube...
Ich glaube, später muss man halt wissen, okay, wie gehe ich am besten vor. Und es kann natürlich sein, dass man trotzdem sagt, okay, man wechselt dann quasi später den Shield, um einfach besser zu kämpfen. Weil, also ich glaube, ich werde dann halt gegen Nito zum Beispiel. Also was wir getestet haben, ist 4 Kings. 4 Kings geht tatsächlich nackt einwandfrei. Aber Nito... Boah. Nito ist schon sehr unangenehm. Nito ist hammerunangenehm. Bogen ist nicht erlaubt. Nee, also wir dürfen... Ich darf so Wurfmesser und sowas verwenden. Das geht. Bomben und alles. Aber Bogen nur, wenn ich den Jäger, glaube ich, genommen hätte. Ich weiß aber tatsächlich nicht, was der Jäger... Für eine Base Weapon hat. Ich kenn seine Grundwaffe nicht. Weil die Grundwaffe ist ja die, mit der ich tatsächlich dann sehr viele Bosse erlegen muss. Ein Kurzschwert, weiß nicht mal, was das ist. So, ich weiß nicht mal, was das macht. Darf man Bosswaffen wenden? Da gibt's, also, das wurde mir so gesagt. Ich hoffe mal, dass es jetzt auch eine official Rule ist. Mir wurde gesagt, wenn ich jetzt die Axt verwandle, dass das geht. Ich kann dann, glaube ich, die Axt vom Eisengolem nehmen. Ja, das geht. Und Schilde darf man auch jedes nehmen. Also, ich glaube, die... Überlegung, später dann halt den Havelschild zu nehmen. Das braucht aber fucking 50 Stärke. Und 50 Stärke, ohne zu farmen, ist tatsächlich... Also da musst du auf... Ja, entweder auf sehr viel Kondi verzichten. Ich weiß gar nicht, auf was ich gegangen bin. Ich glaube, ich bin auf 40 Vitalität auf jeden Fall gegangen. Und Vitalität ist halt hier doppelt wertvoll. Weil das quasi deine einzige Möglichkeit ist... Resistenzen aufzubauen. Ups. Bruder. Na. Ja, der Skimitar für Quellac, für diesen Quellac Fury ist nett, aber dafür, das Problem ist halt, du hast halt einfach den fucking Skimitar, ne? Und ich glaube, ich kenne keine schlechtere Waffe als das. Ich finde die einfach terrible. Also Skimitar ist Nightmare Fuel für mich. Das ist ganz schlimm. Aber ja, die Axt von dem Golem ist aber auch fucking... problematisch, weil ich glaube, um die einhändig zu führen, brauchst du halt irgendwie 38 Stärke oder so. Und sowas ganz Schlimmes. So, das ist eine der wenigen Sachen, die ich tatsächlich tragen darf. Ein Ring, der für mich ein absoluter Troll-Ring ist, tatsächlich. But it is what it is. So, jetzt kommt gleich der Minotaurus. Auch ein gefährlicher Gegner tatsächlich, weil du hast noch nicht genug Stats, um wirklich einfach nur alles zu outtanken. Und der Minotaurus hat das Problem... Oh, das war ein schlechter Drop tatsächlich. Er hat nichts gedroppt. Minotaurus hat die Problematik, dass er dir das Leben zur Hölle macht, indem er dich irgendwo runterzieht oder so. Gibt ja da so ein paar Lücken, ein paar Mauerlücken. Ich glaube, das sind noch offiziell die Donny-Lücken. Und die, da sind halt Leute schon gestorben. Oh, kleine Schere, das ist gut.
Deswegen, das ist tatsächlich so ein Problem. Die Donny-Lücken sind ein Problem. So. Ja, und nackt mache ich den normalerweise halt auch nicht. Also die... Das bisschen Kleidung, was man hier bekommt, gibt tatsächlich sehr viel psychische Sicherheit auch. So, okay, das war sehr gut gemacht. Also hier habe ich, glaube ich, nur einmal Ausdauer verschwendet, weil ich rollen musste. Aber es war besser, da zu rollen, tatsächlich. Hier sind Games wie... Hier war es, glaube ich, gut, dass ich Sifu gespielt habe, weil da ist die Reaktionszeit 100-mal geringer. Aber hier läuft das Game läuft ja verhältnismäßig in Zeitlupe ab. Don't touch me, please. Look at my coolness. So. Schade. Das hätte eine kleine Scherbe sein können. So. Wir könnten jetzt den Sicherheitsmove machen und wir machen das wahrscheinlich auch. Normalerweise mache ich das nicht. Aber wir machen es. Hier hast du Lernen nicht mitnehmen. Naja, wenn ich ihn mitnehme, stirbt er auch nicht, ne? Wir machen mal nur so. Ich weiß gar nicht, was das jetzt gebracht haben soll. Was sind die kleinen Scherben? Die verbessern meine Waffe. Und im Prinzip sind die Scherben jetzt... Jede Scherbe ist jetzt quasi 800 Seelen wert. Was sehr viel ist. Weil sonst müsste ich das bei dem anderen Boy kaufen. Ah, die Typen da oben laufen jetzt rum. Oh, deswegen kommt die ganze Zeit der Sound. So, jetzt habe ich leider Peter gesehen, wie er hier gestorben ist. Und kriege jetzt natürlich die absolute Panik sofort. Ich muss mich jetzt quasi selbst beruhigen. Ja, wir spielen es ja auch ruhig. Das Gift ist hier ein Problem, weil ich müsste theoretisch zurückgehen. Weil ich kann mich gegen heilen, aber es hält so lange. Das ist nicht gut. Wurden wir reingelegt? Wer hat den Peter reingelegt? Oh, das hat der Chat was gesagt? Hat der Chat einen Tipp gegeben oder was? Und Peter hat drauf gehört? Leute? Wisst doch, das Erste, was man nicht tut, ist auf den Chat hören. Never listen to the chat. It's dangerous. Peter, den Chat sogar zu. Oh, kleine Scherbe. Das Problem ist halt, dass das Schwein dahin trotzdem triggern kann. Ne? Wir töten die mal, weil ich muss ja nachher eh runter. Wir machen jetzt quasi einen High-Risk-Move, okay? Ne, machen wir nicht. Ich hab's auch verpasst. Also wir können jetzt das Ding aufmachen, damit wir nachher einen kürzeren Weg laufen. Im Prinzip sparen wir dadurch 5 Sekunden oder so. Aber machen wir nicht. Das ist der richtige Run. Ja. Sonst sollte man nicht die Punkte sehen.
Step by step. Ooh, baby. Shut the fuck. Wieso geht dein Rücken nicht? Oh, der lebt noch. Crazy. Guck mal, ich kann schweben. Seine Scherbe. Schade. Die Sache sieht von Maxi mich eingelegt. Okay, das müssen wir, ich muss mir das nochmal angucken. Ne? Wie, was meint er denn mit reinlegen? Also haben ihn die Ratten reingelegt? Hat er sich selber reingelegt? Was wurde reingelegt? Scherben bauen wir zum Upgrade. Nein! Baldur Shield. Tragisch. Aus dem Chat meinte am Tag vorher jemand, dass er die Ratten cheesen kann. Warum sollte man die Ratten... Die Ratten cheesen. Oh, Leute, hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr? Der Wortwitz ist ja schon drin. Du kannst die Ratten verarschen, aber du kannst sie doch nicht cheesen. Grausam. Ja, Scherbe, sehr gut. Scherbesport hat am Anfang mega viel. Jetzt kannst du auch was machen? Oh, fuck. Oh, fuck, mach nichts. Stop it. Demotiviert. Er hat mich jetzt gecheased, ja. Ich meine, ich kann ihn noch kicken. Aber kicken ist halt kacke. Ja, deswegen, Leute, macht man den schweren Attack. Das war so ein seitlicher Pferd. Das ist der echte Runner. Deswegen steht man links. Korrekt. Auch das ist eine gängige Methode. Tret die doch einfach. Tatsächlich bin ich sehr schlecht im Treten bei dem Game. Krieg das nicht immer sauber hin. Das ist bei mir um 50-50. So, der Typ hat mir mal fast einen Run gekostet, tatsächlich. Beim allerersten DLDU hat er uns geparried. Und da hatten wir noch ein HP oder so. Beim allerersten DLDU hat er uns einfach aus dem Leben geparried. Oh, das war close. Das hätte auch ein Parry sein können. Ich wollte jetzt mal den schweren Auto-Attack probieren, aber wir machen den safe. Jetzt darf man zum Beispiel nicht reinhauen. Jetzt parryt er dich. Er ist jetzt in seiner Parry-Stance. Auch sehr cool, dass die Designer gesagt haben, hey, bevor er dich komplett trollt, zeigt er dir das an. Ja, finde ich nice. Ich spiele ihn aber sicher. Ist ein bisschen lame jetzt, aber I have to do it. Seht ihr? Seht ihr? Er ist einfach, er ist Jesus. Du darfst dich nicht mit Jesus anlegen. Seht ihr, er ist zu gut. Er wird pro Minute stärker. Guck mal, er kriegt jetzt sogar weniger Damage. Ist gefährlich. Ist einer der gefährlichsten Gegner, gerade fürs Early Game. Dangerous. Ja, das ist ein Monka. Ist ein Monka. Ist ein huge Monka. Normalerweise parryt man den auch einfach, aber dem habe ich tatsächlich nicht so viel geübt. Da wie viel Schläge ich da noch. Ja, ohne Upgrade ist die Waffe halt tatsächlich einfach nur Schmutz. Also sie hat übelst guten Haltungsschaden. Der Haltungsschaden ist tatsächlich nicht von diesem Planeten. Was ist denn mit dem Schwein los? Warum ist das denn so nervös? So, da sind die Köderschädel. Auch sehr gutes Design, ne? Die Köderschädel sind mit Absicht da, wo du sie zum ersten Mal auch gut testen kannst. Ja, und dann feststellt, oh, Schwein.
einen mag Feuer nicht. Das ist halt absolut insane. Ist sehr cool gemacht. Das Schwein mag auch grundsätzlich Feuer nicht. Ja, hier muss man nur aufpassen, weil er jedes Mal einen Kilometer nach vorne geht. So, drei Punkte. Diese Parry-Haltung mit einem Schildschlag unterbrechen. Oh, das weiß ich gar nicht. Da muss man aber auch, glaube ich, ein Schild benutzen, der natürlich Schildschlag kann. Na, irgendwann sind die Schilde ja so groß, dass du keinen... Jawohl, falsche Richtung geguckt. Dass du keinen Schildschlag... dass du keinen Parry machen kannst. Treten könnte klappen, aber wie gesagt, meine Tretchance ist tatsächlich sehr gering. Also ich bin einfach ein schlechter Treter da. Tatsächlich kann ich sehr gut Fußball spielen. Im Vergleich zu jemandem, der noch nie Fußball in seinem Leben gespielt hat. Und bin aber hier im Treten tatsächlich absolut furchtbar. Teufelskicker. Kickersmann. Waren das die Teufelskickers, die 2 Stunden lang in der Luft ein Salto gemacht haben? Ich meine, die... Ja. So, der Teufelsdreier. Na, der Teufelsdreier war ja, das war ja richtig geil, ne? Du musst dir vorstellen, du hast halt einfach eine Serie, ne? Du hast ja erstmal generell sind Animes halt so ein Ding für sich. Und Animes ist ja quasi, ich glaube, das Genre neigt ja leicht zur Übertreibung, sowohl was die Gesichter angeht, ne, als auch alles. Ne, deswegen ist ja so geil, wie quasi die Künstler, ich will nicht sagen, irgendwie ganz Japan oder China oder was auch immer, sieht das so, sondern die Designer hinter Animes haben ja anscheinend eine absolut gestörte Vorstellung, wie Sport funktioniert. Na, das heißt, sie nehmen sowas wie Fußball, na, oder Volleyball mit Bila Superstar, na, oder Basketball, gibt es ja auch ein paar Animes, na, und übertreiben ja so hart des Todes. Na, und das ist tatsächlich etwas Gutes, weil keiner, ich meine, es gab die Kickers, na, es gab die tollen Fußballstars, na, mit Tsubasa. So, und Tsubasa war schon... Also realistisch darf man nicht sagen, tatsächlich. Aber es sollte schon realistischer sein als die Kickers. Na, ich meine, bei Tsubasa war das Unrealistischste, dass der Typ, dass sein Tor beschossen wird und der Ball dreht sich weiter in seiner Hand und schiebt ihn ins Tor. Na, die Physik-Engine ist natürlich bei den Superstars hart lost. Aber dass jemand so viel Effort reinlegt, um ein Fußball-Anime attraktiv zu machen, indem man halt den basically Superkräfte gibt, ist halt amazing. Vielen Dank für 5 Subs, by the way. Sehr, sehr freundlich. Na? Also das ist halt extrem geil. So, das feiere ich halt des Todes. Dass man halt sagt, okay, das ist offensichtlich eine Übertreibung. Holy shit, der ist aber nervös. Na? Aber es ist halt dadurch sehr unterhaltsam. Ich meine, das bleibt auch... Also ich meine, was ist das Ziel von einer Unterhaltungssendung? Oh, wow. Na, es soll ja irgendwie in deinem Kopf bleiben. Im besten Fall werden natürlich noch Lebenslektionen mitgegeben, so. Na, ist ja trotzdem eine Serie für Kinder, offensichtlich. So, aber die... Die Moves, ne, die waren halt so derbe übertrieben, dass der Spaßfaktor halt nur mal bei 100% war. Und der Teufelsdreier, na, zuerst am Boden. Und das konnten sie ja steigern. Na, der Teufelsdreier, die sind ja nur so hin und her gelaufen. Und man wusste nicht, wo der Ball ist. Ne? Aber dann sind sie hochgesprungen. Und haben sich den ganzen Tag in der Luft gedreht. Und der Torwart so. Er sieht, ich meine, er sieht die halt 30, 40,
Sekunden lang, manchmal eine ganze Folge lang, sieht er sie in der Luft sich drehen. Und einer von denen hat... Also, es ist ja auch basically Handspiel, was die machen. Na, es ist Handspiel. Na? Da drehen sie sich 30 Sekunden lang in der Luft. Für die Leute ist es auch was völlig Normales. Die sich das quasi geben und da zuschauen. Die denken sich, ja, da ist wieder halt ein Kind, das hat halt ein, das dreht sich halt einfach einen halben Tag in der Luft. Ist halt so. Und dann war die Antwort von Mario, der im Tor war, dass er auf die fucking Latte springt. Ja, also muss ich mir vorstellen. Er springt an den Pfosten mit dem einen Bein, stößt sich davon ab, so parkourmäßig, und steht dann auf der Latte. Und sieht dann anscheinend irgendwie besser, wie er es zu halten hat. Also wenn ich sehe, dass ein Torwart auf einer Latte steht, dann schieße ich aufs Tor und verwandle den aber so easy. Na? Amazing. Mila Superstar und so weiter, genau der gleiche Shit. Genau das gleiche. Fuck, wie viele Scherben hatte ich denn jetzt bitte gehabt? So. Mila Superstar, genau das gleiche. Ein Ball, der unsichtbar wird. Die hat so krass an den Ball geschmettert, dass er unsichtbar wurde. Und dann plötzlich Junge wieder aufgetaucht ist. Amazing. Just amazing. Und das ist halt geil. Deswegen appreciate ich die Leute halt übelste Sorte. Weil das ist ja schon eine sehr lustige Form von Humor, mit dem ich mich halt sehr krass identifizieren kann. So. Ich liebe ja Übertreibung über alles. Übertreibung ist das Beste, was es gibt. So, es ist der einfachste Humor, aber gleichzeitig es ist easy to do, but hard to master. Na, Übertreibung muss man meistern. Die Übertreibung darf nicht instant hyper bescheuert sein. Na, die muss halt gut sein. Ja, wir haben ja gestern so ein bisschen über die Bundeskonferenz geredet und dass da die Teilnehmer eine CD geschenkt bekommen haben. Eine CD mit der Nationalhymne drauf. Na, das war ja zum Totlachen. Na, und das Ding ist halt, das ist, also das ist natürlich Realsatire in dem Moment, na, aber die, also man muss quasi, ein Komiker würde wertschätzen, dass jemand auf so eine Idee kommt. Na, auf der einen Seite lacht sich natürlich die Generation, die ja, ein bisschen jünger ist, lacht sich halt tot, weil niemand mehr CDs benutzt. Aber tatsächlich die Generation, die dort eingeladen wird, die sind ja alle 70. Ne? Die sind ja einfach alle 70. Die benutzt ja tatsächlich eine CD. Was machst du? Komm mal her jetzt. Ich kann dich leider nicht treten. Die Parry fast zu groß. Der da? Ich muss ihn hier runterlocken. So, und das ist halt super witzig, weil das ist halt eine Übertreibung, die ist genau, die ist basically perfect. Das ist halt eine perfekte Übertreibung, weil es ist nicht, also hätten die da eine Schallplatte reingetan, na, oder so eine Wachsrolle von damals, na, oder eine Steintafel, dann wäre das übertrieben. Aber das war so übertrieben, dass man jetzt noch glaubt, dass es geht. Und dann ist es witzig. Dann ist es tatsächlich hyperwitzig. Und das ist sehr schwer. Deswegen mag ich Übertreibung. Und bei Mila Superstar und die Kickers und Chubasa Zora haben sie genau richtig übertrieben. Ja, es gibt einen Fallrückzieher. Man kann tatsächlich so Tore machen. Aber ich bin ganz ehrlich, du wirst nicht ins Tor reingeschoben. Der Ball, der kann manchmal hart sein. Aber der schiebt dich nicht ins Tor rein. Alter, hat er hier... Was sind denn das bitte? Mehr als sonst. Ja, ist der tot?
Das ist unangenehm. Ich darf da nicht runter. Nice ass, danke. Ich darf da nicht runter. Weil der... Weckt dann die... Oh, der tanzt erstmal eine Runde. Ja, du hast überlebt. Der wäre ich auch glücklich. So. Das war der... Yay, I'm still alive! Der macht bestimmt was anderes. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall finde ich das übel cool, weil ich finde mich ja selber ziemlich lustig. Und dann gucke ich aber so Family Guy und so. Oder jetzt auch aktuell irgendwie modernen Sendungen wie hier Rick and Morty und so. Und ich schaffe es ja nicht nur übel geil lustig zu sein. Ich meine, Family Guy hat es ja quasi erfunden mit diesen Rückblenden, mit diesen lustigen. Das war damals, als ich das und das gemacht habe. Na, und das war ja immer witzig. Warte mal, der hat den auch gebufft. Seht ihr das? Der ist gebufft. Nicht gut. Der One-Shot mich jetzt. Ist ein Monka. Jedes Mal, wenn du Dark Souls spielst, alles. Alles kann dich jederzeit monkern. Alles. Und das ist das Schöne an Dark Souls. Du kannst es 100 Mal durchspielen und dann ist der Typ da unten, macht da seinen Hexentanz und sein Tanz ist nicht geradlinig, sondern er ist, ist eine Sphäre. Das heißt, der hier oben wurde gebufft. Was dazu führt, dass der komplett durchrasiert. So, der hat übrigens auch 3 Punkte gegeben. Ich weiß nicht, ob die jetzt eingetragen worden sind. Ist auch gar nicht so witzig. Witzig. Wichtig. Er hat auch die Gargoyles gebufft. Das ist lustig. Das ist lustig. Ist lustig. Ist lustig. So lange, bis sie wirklich gebufft sind. Naja, wir werden uns ja einmal hinsetzen. Ist das der offizielle Run? Ja, das ist er, ja. Aber wir rennen nur bis 12 Uhr oder so. Wahrscheinlich werden wir nicht mal den Cabra-Demon machen. So, ich habe einfach. Also, ich wurde leider gestern geschädigt. Ich wurde leider gestern hart geschädigt. And I don't want to be schädigt. Hier kann man übrigens super krass runterfallen überall und man überlebt. 2-mal den Peter-Tod überstanden. Lustig, ne? Dass das so forever so im Gedächtnis bleibt. Oh, das tut mir leid. Seht ihr, deswegen... Deswegen, kicke ich nicht so häufig. Oh, hier habe ich Angst, selber runterzufallen. So. Weil es klappt irgendwie bei mir nicht so gut. Man sieht auch, wie der Controller zurückschnipst. Der Lebensbalken da nicht einen Kilometer lang ist, habe ich tatsächlich die ganze Zeit Schiss. Bringt Estus überhaupt
was als nackt. Ja, warum nicht? Mehr heilen ist immer gut. So, jetzt gibt es zwei Wege zu Havel. Wir nehmen den Weg hier. There are two ways to Havel. And we take this one. Hier muss man aufpassen, den kann man runterfallen. Hier ist eigentlich die Regel, nicht anvisieren. Havel mit Parry oder Backstab? Ich Backstab ihn. Bin leider nicht gut im Parry von Havel. Bin nie richtig geübt. Und wie ein guter Rapper übe ich. Ein Übing. Mach jetzt Havel, dann Hydra, dann Schmetterling, dann Gargoyles. Oh, das ist ein super Move. Alter. Alter. Sag es, Dark Souls. Dark Souls ist einfach nur... It's crazy. Man müsste es eigentlich verbieten. Müsste eigentlich Dark Souls verbieten. Ist schlimm. Leute. Nein. Oh, ich wusste es. Und dann noch ein Dodge. Dafür wirst du geparried. Backstabben, meine ich. Ich meine natürlich gebackstabbt. Ja, wenn er so lange ausholt, kann ich nicht. Kann es wirklich nicht. So, wir töten jetzt natürlich einige Gegner wieder, aber das ist halt anders nicht machbar. Die Alternative wäre tatsächlich... Boah, der hat mich ein bisschen erschrocken. Die Alternative wäre, über Dings zu laufen. Über André. Aber über André laufe ich nicht gerne, weil dann habe ich nicht genug Stats, um an dem Dämon vorbeizulaufen. Ich meine, ich kann es trotzdem machen. Das ist nicht schlimm. Oh. Aber ist auch nicht cool. Hier mag ich den Weg mehr. So. Trink einen Schluck. Dann machen wir den schnell. Schnell ist natürlich ja auch eine Lüge, weil ich mache halt vielleicht wenig Damage. Ich mache halt wirklich. Aber das ist okay. Also deswegen sollte man immer ein bisschen schilden. Er kann auch nicht richtig springen. Ich glaube, das war sein Dodge gerade. Das war quasi sein Roll. Und dann macht er so einen komischen Sprung oder so. Und parryen würde halt viel mehr Schaden. Also nicht viel mehr, aber bestimmt so 20% mehr oder so. Ich frage mich, wie der FPS-Zahl darunter leidet. Aber kann ich ja. Ja, 10 Damage ist halt, ja, ist halt wenig. Ne? Eins Parry für Irre. Das Problem ist halt, wenn ich den Parry verkacke, bin ich halt instant tot. Deswegen parry ich ihn nicht gerne, weil du machst halt einen Fehler. Und dann ist das halt tatsächlich ein fucking Monster.
Keine Ehre. Kein Skill. Ehre ist das eine, aber wenn man das Spiel nicht kann, dann ist es tatsächlich ein Problem. Hinter der Laufbahn. Das feiere ich auch. Normalerweise würde ich mich über Havel überfreuen, aber kann ich jetzt nicht. Weil keine Rüstung. So. 3 Punkte. Ich muss niesen. So, jetzt kommt die Peter Hydra. The Hydra of the Pete. Ich wollte es mal probieren zu schilden, aber ich kann es tatsächlich nicht empfehlen. Don't do it. Und darin ist die Axt, finde ich, auch mega gut. Also der Stagger Damage, der ist wirklich nicht von diesem Planeten. Das ist... Deswegen ist die Keule auch gut. Die Keule macht genau das gleiche. So, wir können jetzt weitermachen. Aber wir machen erstmal den Black Knight. Und dann leveln wir sogar noch zur absoluten Sicherheit. Ich überlege, ob ich ein paar Level in Damage trotzdem reinpacke. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Ich habe damals Dark Souls nach 10 Minuten wieder gelöscht. Es ist halt nicht für... Also ich glaube, man muss so ein paar Games spielen, so ein paar Souls-Likes, hart leiden und dann halt feststellen, wie weit man mit Dickköpfigkeit und Ehrgeiz und so weiter kommt. Und dann mag man es oder man mag es nicht. So. Ich meine, du musst dir vorstellen, deine Sicht auf Computerspiele ändert sich ja massiv. Na, du findest es ja... Also ich meine, ich habe es ja jahrelang über LOL tatsächlich gelernt. Da gehe ich mal nicht hinter den. Da war mir die Klippe zu nah. Na, ich habe ja gelernt, den Defeat-Screen zu embracen. Und dadurch halt sehr viel Freude daran zu empfinden, besser zu werden. Zu verlieren. Und das ist halt nicht für jedermann. Ne? Weil das Ding ist ja, irgendwann bist du halt so gut, dass du halt dann gefühlt quasi alle Souls-like-Games kannst. Beziehungsweise du hast an allen Spaß dran und magst halt einfach das Genre, weil du ein sehr großes Glücksempfinden erhältst, wenn du etwas Schweres geschafft hast oder wenn du gefordert wirst. Na, ich habe ja gestern dieses Mindestry gespielt, dieses Factorio-ähnliche Game. Und ich war kurz davor, es also komplett als langweilig abzustufen, bis ich verloren habe. Bis ich tatsächlich einfach vom Game gekleppt worden bin. Und dann hat es mich gereizt. Dann dachte ich, oh, ist ja schwer. Und dann ist geil. Ja, auch mal so 2 Level Stärke. Also wenigstens 16 haben. Sonst machen wir erstmal. Ich glaube, wir machen für den Cabra-Demon erstmal 30 Vitalität klar. Ich glaube, das ist das Beste. Rimworld würde so gut zu dir passen. Ja, das war. Also, Rimworld, wie gesagt, bin ich am Tutorial gescheitert, aber irgendwann werde ich zurückkehren. Es ist oft so, dass ich zu irgendwelchen Games zurückgekehrt bin und die mich dann viel glücklicher gemacht haben. Also, Bloodborne, glaube ich, aktuell das beste Beispiel. Ich war so schlecht, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. So bad. Und jetzt sind wir ja quasi am No-Death-Run. Deswegen ist es cool. Schild switchen. Ja, das ist ein Punkt. Machen wir gleich. Ich glaube, für hier ist der Schild, ist der aktuelle Schild besser tatsächlich. So, jetzt kommt hier. Oh, das ist gut. Er könnte es hochschaffen. Nein, das ist wieder runtergesprungen. Ja, das hier ist tatsächlich ein bisschen unangenehm, dass die sich da sammeln. Wir wollen natürlich nicht den Matteo machen. Wie machen wir das jetzt am besten? Schießt die noch?
Ist auch komisch, dass sie an der Stelle so festzwacken, ne? Aber wir müssen die legit alle töten. Oh, das ist aber unangenehm. Beide gleichzeitig. Das ist nicht cool. Ich würde einen nehmen. Kann ich einen von euch haben? Nee, nur einen. Ja, das ist gut. Stagger. So. Das war quasi optimal. So weird, ne? Dass die da so programmiert sind, da in der Ecke zu hardstacken. Dass ich die stagger? Naja, so halb, ne? Aua. Ich hab schon gerollt, aber ich habe mich nicht getraut, weiterzurollen. Okay, jetzt müssen wir eine kleine Diskussion starten. Kleines Meeting. So, ich habe die noch nie so erledigt. Aber ich hatte auch bisher immer eine längere Waffe. Intervention, korrekt. So, Achtung. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, dass das Game sehr schlechten Indikator gibt, wie groß die Hitboxen von diesen Geschossen sind. Guck mal, der hat ihn jetzt ge-one-shottet. Die Hydra hat den einfach ge-one-shottet gerade. Hydra, das ist tatsächlich nicht early. Ja. Habt ihr das gesehen? Ich war fast gestorben gerade. Und dass du nicht hier... Ich habe einer reingezogen worden. Unangenehm. Muss man aufpassen. Hier kann man von hinten getroffen werden. Nach vorne. Alter, siehst du das, wie weit es mich setzt? Seht ihr? Das ist gefährlich. Aber ich bin so klug, ne? Das ist der Wahnsinn. Die pure Knowledge. Die pure Knowledge. Aber es ist auch pure RNG tatsächlich. Vor dem Kopf habe ich am meisten Angst. Weil der kann mich so richtig reinziehen. Sehr wenig Damage eigentlich. Fast gar keiner. Das dauert leider ein bisschen. Zwinker, du bist hier, oder? Sein. Ich meine, er ist nah am Wasser.
muss auch absolut episch sein, wenn wir das zum ersten Mal so sehen. Ich glaube, ich habe mir komplett eingeschissen. Ich glaube, ich bin hier einfach legit 100 Mal gestorben. Weil ich dachte, ich mache die Hände. Das heißt, bei mir war es so, dass es in meinen Kopf überhaupt nicht hineingeht. Also das erste mentale Hindernis war, wie zur Hölle soll ich so ein Riesenmonster töten? Na, wie soll ich dem Schaden machen? Dann war der nächste Punkt, warum kann ich seinen Angriff blocken? Ich meine, das sind 87 Milliarden Tonnen Fleisch. Basically. Macht er seinen Kopf denn? Ist der dumm? Der zweite Kopf ist buggt. Der da hinten, der hier. So, jetzt ist er weg. Jetzt gibt es nur noch einen Kopf. Und der Kopf ist tatsächlich ein Problem. Aber nicht für den besten Spieler Europas. Not for him. Not for him. Let's hey! So. Drei Punkte. Drei Punkte. Wie ist das? Schnell ist gut. Ich muss ja mal sagen, wenn man mit Rüstung durchs Wasser geht, ist das irgendwie ein ganz ekliges Gefühl. Aber das hier fühlt sich voll natürlich an. Das fühlt sich richtig nice an. So. Man geht nochmal mit einem Tanga ins Wasser. So. Das ist ja halt für mich ein ganz normales Verhalten. Aber so nasse Kleidung ist ganz eklig. Aber so ist geil. So ist Urlaub. Holiday. Tanga muss jetzt nicht. Es kommt auch an, wenn du halt so einen richtig geil gebräunten Arsch haben willst, ist das natürlich tatsächlich nicht. So. Cool. Dein Stagger-Geräusch ist tatsächlich leiser als bei den anderen. LOL gestaggert. Das ist unlucky, Bruder. Der hätte mich jetzt richtig gut erwischt. Aber Stagger Raid ist. Nein, 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 nein. So, tschüss. Have a great time. Vielen Dank, dass die Bilder nicht mehr so kopflos werden. Leute, sei froh, dass die Bilder in deinem Head. Das sind sehr gute, schöne, hochauflösende Bilder. Okay? It's a good thing. Katzenliste auf. Ja, für Katzen sind wir viel zu schwach. Ich könnte jetzt auch irgendwann den Graswappenschild eigentlich anlegen, aber... Ich habe gerade nicht das Gras am Schild, ist gegen Bosse gut, wo DPS worth ist, aber aktuell schilde ich tatsächlich noch viel. Und fürs Schilden ist der Spinnschild einfach legit besser. Okay, hier kam wenigstens mal große Scherben raus. Bei dem ersten Vieh kam leider nichts raus. Also außer Funkeltitanit, aber kann ich eh nicht verwenden. Titanite. How you doing? Hier ist übrigens auch Missed Opportunity. Dass die Axt nicht dreifachen Schaden oder sowas gegen mich. Als guter Game Designer. Weil zum Beispiel, es gibt ja diese Steingolems, die dann weiter hinten kommen, zu denen wir jetzt auch gleich gehen. Die gibt es ja. Und die kriegen übelsten Schaden durch Keulen. Also basically One-Shot. So. Na, oh, das ist ein One-Shot. Das
deswegen finde ich es ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Bäume keinen Bonusschaden kriegen. Die müssen wir aufpassen. Hier ist immer sein Schwanz rum mit einem Schlag. Das würde ich immer rollen. So. Hier kriegt man so viel Damage. Unnötig viel. Normalerweise immer zweihändig schlagen und einhändig schilden. Aber. Better. Ich wollte euch jetzt nur kurz was zeigen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Habt ihr was gelernt? Habt was gelernt? Infotainment. Korrekt. Dafür macht halt der zweite Schlag einfach legit doppelt so viel Schaden. 3 Punkte. Macht er legit doppelt so viel Damage. Das ist crazy. Crazy ist das. Mit dem können wir jetzt nichts machen. Ich will immer zu ihm gehen. Manchmal will ich einfach nur zu ihm gehen. Einfach nur wegen dem... Oi! Das ist tatsächlich nicht wichtig. Wie lange dauert so ein Run? 4 bis 6 Stunden, je nachdem, wie viel ich machen möchte. Wenn ich einfach nur zum Endboss durchgehe, ist ein bisschen kürzer. Mit DLC sind schon mal 6 Stunden drinne. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, dauert es natürlich ein bisschen länger, wenn man mit der Axt spielt. Und weil ich natürlich jetzt auch laber und so, ist es auch ein bisschen schlechter. Also normalerweise würde man die schon one-hit. Aber Peter war es jetzt ein bisschen kürzer. Aber das ist halt normal. Das ist halt Dark Souls. Das ist halt, genau das ist halt Dark Souls. Das ist einmal unaufmerksam. Dead. You dead. So, jetzt kommt ein wichtiger Damage-Test gleich. Und ich habe jetzt, glaube ich, nicht genug Punkte reingepackt. Also, wir machen jetzt den hier. Hoffen, dass der andere... Na gut. Machen wir den Damage-Test ein bisschen später. Lol. Toll, das sind 2 Damage-Instanzen. I didn't know that. Wieder was gelernt. So, pass auf. Damage-Test kommt gleich. Das ist übrigens etwas, wo ich sage, hier wurde das Game remastered und das ist so, das ist so der hässlichste Ort. Finsterwurzbecken ist... Das ist halt hyper hässlich. Na, ich liebe das Game, aber. Das ist schon ein krasser Abfall. Ich muss sagen, die Lava-Gegend finde ich tatsächlich schön, Alter. Anstatt fühlt sich gerade. Nee, ist es. Aber hier ist halt wirklich. Hier ist vorbei. So, jetzt kommt der Damage-Test. Wenn ich den nicht one-shot, ist ärgerlich. Okay, wow. Ich habe noch keine zwei. Die haben keine 200 Leben. Das ist nice. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte, die haben genau 200. Aber das war schon mal ein guter Damage-Test. Warum ist außenrum gerannt? Um die unsichtbare Wand, das geht. Mach ich. Entschuldigung, den Chef gekriegt. Das ist der offizielle Wand.
So, wir gehen jetzt hier lang. Normalerweise gehen wir hier nie lang, weil mich das hier einfach nicht interessiert. Aber hier gibt es erstens Gras. Und ja, Graswappenschild können wir jetzt zum Beispiel auch nutzen. Ja. Wegen Boss ist der Graswappenschild tatsächlich... also wenn, solange ich nicht wirklich schilde. Wenn ich tatsächlich schilde, ist der Graswappenschild deutlich schlechter. Wenn ich aber nicht schilde, dann ist der normale, ist der besser. Aber gegen den Schmetterling zum Beispiel ist Graswappen halt übel gut, weil du musst halt extrem viel zuschlagen. Da ist natürlich besser, wenn man häufiger zuschlagen kann durch eine erhöhte Regeneration. So, das ist quasi ein optimales Szenario. So, das ist der Ring. Das ist quasi das Item, was wir tragen werden. Gestern habe ich bereits schon gesagt, das ist der Anti-Riot Games Ring, denn er bringt dir Balance. Und die Balance ist tatsächlich sehr gut. Also das fühlt sich fast schon so an, als wenn wir eine Rüstung tragen würden. Also wir kriegen immer noch super viel Schaden. Der Schaden ist immer noch extrem hoch, den wir kriegen. Aber wir werden nicht so schnell gestaggert. Und das ist richtig gut. Das sollte eigentlich gegen den Capra-Demon zum Beispiel sehr gut sein. Damit ich da durchrennen kann, die Kackhunde mich nicht staggern. Na, das Powerplay... Aua. Das Powerplay bei dem Capra-Demon ist ja, dass du die Hunde überstehst. So, Hölle sind das für Gegner, Mann. Kommen auch tatsächlich aus diesen Becken da raus, ne? Die springen da so raus. Das sammeln wir nicht ein, das ist zu risky. Okay, das Todesschrei war geil. An solchen Todesschreien kann man sich richtig krass ergötzen, weil das ist in einem Zusammenfassungsvideo oder in einem Teaser-Video sehr gut ist. Da bin ich zum Beispiel sehr lame. Na, ich mache einfach nur... Ne? Aber du hörst die anderen, so Donny und so und Simon und alle, die hörst halt richtig geil schreien und übelste Emotionen. Ich bin ja einfach nur innerlich enttäuscht von mir. Ne? Und deswegen ist das gut, wenn man so ausrastet. Die da hinten töten. Oh, das kann ich nicht durch. Ich habe auch bei Peters Tod geschehen. Sehr gut. Okay. 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 Dafür ging jetzt viel Ausdauer drauf. Unangenehm. Schon Bock auf Elden Ring, Bruder. So hot. Sagt ja eigentlich Man's not hot, aber Bruder. I'm burning. Burn it. Dieses Burn it von Sylvanas hat sich so in mein Gehirn gebrannt. Burn it! Oh, der hat sich gestaggert. Aber habt ihr gesehen, wie der Wolfsring seine Arbeit gemacht hat?
habe mich verzählt, ne? Normalerweise wäre ich umgeschmissen worden. Aber nein. I don't. RCE-Exploit. Was ist ein RCE-Exploit? Keine RFC. Kann man den Begriff jemand staggert erklären, wenn ich so abgebrochen werde und so kurz gestunt bin? Kann mir jemand stunnen erklären? Wieder Wortspiel. Naja, wir haben jetzt hier schon alles durch und ich bin halt einer der... Ich bin halt lustig, aber ich würde niemals in meinem Leben Komiker sein, weil Komiker das Problem haben, ständig das gleiche, die gleichen Jokes zu machen. Das ist richtig schlimm. Mir ist sehr spät aufgefallen. Aber ich glaube, gute Komiker machen, glaube ich, 2/3 vorbereitet, 1/3 Improv. Und dann habe ich angefangen, halt sehr viel Comedians zu gucken, so über YouTube und alles. Und dann muss man ja dazu sagen, die raten halt ihre Programme runter, ne? Das kann ich leider überhaupt nicht. Gar nicht. Remote Execution. Der Tilt-Mode ist schon da. Das ist richtig. Aber Tilt ist tatsächlich immer anders. Ich reagiere viel aufs Spiel. Nerven. Kannst du es auch ruhig landen. Würde man dann, müsste ich dann halt 100 Mal die Witze wiederholen. Ich hasse es, Witze zu hören. Manchmal mache ich es, weil es vielleicht extrem gut passt. Und natürlich kann nicht jeder jeden Witz gehört haben. Beim Casten war das ganz speziell so. Also Cast-Jokes mache ich nicht 100 Mal. Sondern entweder du warst dabei oder nicht. Aber ich finde es halt so eklig, das zu wiederholen. Und jetzt wäre es natürlich bei den Wortwitzen genauso. Ich meine, ich habe, glaube ich, genug Leute psychisch geschädigt vom letzten Mal. Ich kriege ja jetzt immer noch Rechnung von Psychologen, die sagen, hier, mein Patient hat den Livestream von DLDU3 gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich ihn heilen kann. Und nicht so, sorry. Dann kann ich es nicht wiederholen. Die Wurzeln sind auch echt schlecht. Das ist tatsächlich der Grund, warum sie so viel Damage machen. That's the reason why they are so effective. Bei den guten Wortwitzen lacht er tatsächlich gar nicht. So. Bam, bam, bam. Aber deswegen würde ich das nicht nochmal so machen. Ich war da sehr stolz auf mich. Das war einer der wenigen Streams, die ich gut vorbereitet habe und gut exekutiert habe. Und dann war ich zufrieden. Dann war ich happy. Fertig aus. Und dann das Ganze nochmal zu machen, ist kacke. Ich habe dann ja quasi auch noch ein bisschen Dark Souls gespielt. Und dann tatsächlich noch ein paar Wortwitze gemacht. Hm. Aber das waren welche, die ich einfach nicht geschafft habe. Na, oder die mir dann neu eingefallen sind. Und die waren ganz schlimm. Aber die meisten davon habe ich auf Twitter tatsächlich gepostet. Also.
ein gewisser Ausgleich. Geräusch, Mann. So. Ja, ich würde den Stream selber nicht gucken. Aber ich habe noch ein paar Sifu-Kampf-Moves reingebracht. Ja, alles, was ich tue, ist Training. Leute. Ich habe quasi noch die Luft geparried. Da bin ich sehr zufrieden mit meinem Leben, muss ich sagen. Ich töte die Bakterien, die rauskommen. Ich gebe dir nochmal den Rest. Von oben. Oh, scheiße. Wir sind frei. Na, so funktioniert das. So stelle ich mir das zumindest vor. Weil ich wasche mir ja so selten die Hände, dass ich die Bakterien treffe und die Bakterien sofort von der Armee von Bakterien auf meinen Händen annihilated werden. Seht ihr? So funktioniert das. Die Leute sagen immer, oh, ich muss Hände waschen. Und ich sag, ich wasche meine Hände so selten, dass sie alles bekämpfen, was irgendwie gefährlich ist. Do you understand that? Don't do it. So. Wisst ihr, jetzt wurde ich gerade von einem Pfeil getroffen. Aber der Wolfsring hat gesagt, Balance! Das ist quasi der Thanos-Ring. Steht da, Leute? Maxim streichelt seine Kinder instant tot. Nein, die sind instant unverwundbar. Die ersten Streichler waren tatsächlich sehr schlimm. Waren sie wochenlang krank. Aber nun sind sie unzerstörbar. Steht das? Abgehärtet. Richtig. The fuck hast du. Alter, ich hab grad den Schild hochgemacht. Wie hast du jetzt meinen Kopf getroffen? Wie hat er das gemacht? Welche Klasse spielt Maxi? Ich spiele die Tanga Class. Mit voll Skillung auf Sexiness. Triple. Oh baby, it's a triple. Oh, der macht da seinen super Hypermove. Ich schlitz dem einmal die Füße auf. Alter, was macht die Hand da? Was machst du da? Guck mal, ich halte den einfach im Schwitzkasten. Leute. Kennt ihr das? Das hier krieg ich Flashbacks zur Schule, Mann. Du gibst mir jetzt dein Pausenbrot. Nein! Ist doch geil, oder? Ich nehme den jetzt mit. Komm mit. Okay. Run vorbei, wenn man stirbt. Korrekt. Das Leben ist sogar vorbei. Bonjour hat jetzt das Ganze ein bisschen aufgepeppt. Nämlich die gesagt haben, die haben da quasi so ein Modul, so ein Gürtel. Den habe ich mir jetzt umgeschnallt. Und da kommt so ein übelst tiefes Messer. Kommt da raus, wenn ich hier sterben sollte in Game. Und jetzt ein bisschen mehr Würze reinbringt. Na? Bonjour nimmt jetzt No Death sehr ehrlich. Und ernst meint. Dann DLDU Folge 200. Prepare to Die Edition.
Bap. Bop. Ja, mit ein bisschen mehr Stärke wäre es noch besser gewesen, ja. Also ich glaube, auf 20 Stärke zu gehen, ist halt besser. Weil dann hätte ich ihn tatsächlich ge-3-hitted. Oh. Okay. So. Scheiße, wir sind unsere Zeit ein bisschen voraus, ne? Ich habe jetzt Angst vor dem Capra-Demon. Also beim Capra-Demon kann es halt schon vorbei sein. Der Capra-Demon ist halt leider ein richtiger Schmock. Wie viele Punkte ist denn jetzt richtig gut? Weiß ich nicht. Also ich bin gespannt, wie Leute Nito machen wollen. Nito macht man ja normalerweise mit einer übel fetten Rüstung. Jo, ich geh mal pullern, Leute. Bin ich jetzt bei dir? Ja. Wir pullern? Ich muss wirklich übel dringend malen. Gleich wieder. Ding, 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 ding. Gefällt euch das? Erklären, worum es geht. Ich muss ja große Viecher töten. Kill Big Monsters. Währenddessen ist man sexy. Bläh. Achtung. So. Wir gehen hier lang, ne? Schlimmer als Folterstuhl mit Waterboarding. Er ist schon ein bisschen unangenehm. So, als nächstes gehen wir zu dem Black Knight. Denn wir sind auf dem Weg zu der Canalization. In besagter Kanalisation werden wir uns um den, oder Richtung Kanalisation, werden wir uns um den Capra Demon kümmern. Der ist ein kleiner, tatsächlich ein kleiner Gatekeeper. Vor den Capra Demon habe ich wirklich Angst. Ich bin gestern... Gestern habe ich ein bisschen Trainingsrun gemacht und dann bin ich tatsächlich gestorben. Bin ich unlucky. Also die haben mich da einfach gebodyblockt. Und ich war hart eingesperrt. Ich konnte sogar noch was trinken. Aber dann habe ich, glaube ich... Also das Problem ist halt, ohne Rüstung kriegst du halt so viel Blutungsdamage. Und so schnell. Also Gift ist genauso. Gift ist auch eine Ratte kommt dich nur an. Und du bist basically vergiftet. So, wir können jetzt eigentlich alle ignorieren und durchrennen, aber es ist auch zu gefährlich. Also hier macht halt alles viel Schaden. Everything hurts. Seht ihr, da fliegen auch hier random Pfeile immer noch. Das ist mein Buttocks. Oh, mein Buttocks ist beautiful. Das ist gefährlich.
Teil, er macht dann manchmal zwei Schläge. Boah, der hat mich fast vom Turret gehauen. What the? Wer ist da runter? Monka! Ist ein Monka. Ist ein gewisser... Eine gewisse Monkanization. Er hat halt so ein paar Moves drauf, Leute. Der hat nicht mal Moves... Der hat nicht mal Jagger drauf. Da sind ein paar Moves dabei. Die sind halt hypergefährlich. Drei Punkte. Ja, ist ein leichter... Ist schon fast ein Elegigel. Oder wie man den Leuten sagt, ein Elo-Giggel. Gucken, ob ein bisschen Humanity hier rumliegt. So, jetzt nicht cheesen lassen. Solche Aussagen sind, by the way, steife Lagen für Karma, ne? Also ganz steil. Oh, it's steil. So, je mehr ich Dark Souls durchspiele, desto länger ist diese Leiter, by the way. Guck mal hier. Wirklich noch 2 Sekunden länger und ich wäre tatsächlich bei Nito. So. It's crazy. Bin mir sehr sicher, dass sie immer länger wird. Das ist quasi, das ist der einzige Roguelike-Aspekt in dem Game. Die Leiter wird immer länger. Ich gehe mal lieber mit 10 Flasks vor. Wir machen das jetzt ein bisschen safer. Ich glaube nicht, dass ich die brauche, aber... Better safe than sorry. Hier übrigens, das ist auch etwas... Das habe ich auch von Simons Run gelernt. Dass tatsächlich der Black Knight... So, ich habe gerade Pfeil gedodged. Der Black Knight interessiert sich halt überhaupt nicht dafür, ob du dich am Bonfire setzt oder nicht. Der Black Knight bleibt halt legit einfach da. Habe ich auch nie gewusst. Das war Simon und Donny wurden ja, glaube ich, so getötet, ne? So, tatsächlich, also das ist wirklich jedes Mal so. Ich mache jedes Mal, bei jedem Run lerne ich etwas. Und das war so richtig schlimm. So schön, aber. Seien wir ehrlich, oh, einfach grausam. Stimmt, die Klasse vergessen. Egal. Ja, jetzt gehe ich nicht mehr rein. Das war eigene Dummheit jetzt. Jetzt muss ich mit 7 zurechtkommen. Das war ja hyperhohl. Kann ich das jetzt noch gewinnen? Ist das jetzt noch winnable? Warte, ich hab eine Idee. Bin aber auch Fightheld, ne? Bin Fightheld. War close. Ja, Blutung ist halt, du bist halt gegen nichts geschützt hier. Das
Deswegen habe ich, deswegen wird Nito einfach doch tot. Weil Nito macht ja Gift und Blutung. Das geht einfach. Oder die Axt im Haus ist zu kurz. Die Axt im Haus erspart gar nichts. Die ist einfach zu kurz. So. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Das ist der offizielle Run, ja. Bisschen Schiss habe ich. Übrigens, diesen Trick mit dem Hund und dem Feuer habe ich tatsächlich bei Peter gesehen. Den hat mir quasi Peter beigebracht. Erstmal klopfen. Der hat sich wahrscheinlich so hier gefühlt, oder? Hi. Na? FBI, open up! Ganz schlimm. Und dann habe ich ihn komplett getötet. So, jetzt kommt wieder der Hund. Jetzt kommt hier richtig. Das hier, das ist FBI Open Up. Ich brauche 500.000 Leute. Boah. Das ist richtig gut. Bei Dark Souls 3 hätten die mich jetzt gerepostet. Hier. Ach klar, trink erstmal was. Hier können die noch nicht reposten. Aber bei Dark Souls 3 ist es so, dass wenn du dein Schild gebrochen ist, du quasi dich, also frontstepbar bist. So, jetzt werden wir den Run beenden tatsächlich. Es ist fast genau um 12. Wir wollen jetzt ja noch TFT mit der Community spielen. Also ihr spielt TFT. Twitch plays TFT. Oh! Alter. Boah, der hat mich giga erschrocken. Hat er euch auch erschrocken? So, ich weiß jetzt nicht, ob ich den schaffe. Also, beim letzten Mal ging es nicht gut. Ich habe jetzt auch ein bisschen Herzbobern. Okay. Das war jetzt nicht so geplant, aber sah ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, den Plan kommt. Völlig verwirrt. Ich bin auch echt verärgert, dass das Spiel gesprungen ist, ne? Aber es hat geklappt. Also alles gut. War jetzt nicht hyperclean. Ich hätte früher zwei nicht machen müssen, aber ich dachte tatsächlich, dass er sich wehren will. Aber anscheinend hat der Plunge-Attack zu seinem zweiten Haustier hat ihn anscheinend so krass confused, dass da quasi kein anderer Move möglich war. Außer please kill me. Und nicht so, I will do that. With pleasure. Hatte die Arschbacken von dem Boy. The ass bags. Die Cheeks. Es gibt coole Chicks und es gibt Cheeks.
So, das Hennodukt machen wir jetzt nicht, ist zu gefährlich. Okay, ich glaube, den Drachen schaffen wir noch. Zeitlich. Dann ist erstmal Schluss für heute. Also, also ist immer Schluss mit DLDU. Machen wir morgen wahrscheinlich weiter. Mein Terminkalender ist gerade richtig geil voll, aber so angenehm voll. Ah, DLDU, Sifu ist geil. TFT, Twitch Plays ist geil. Alles geil. Ich brauche nur ein besseres Wort für geil. Nice wahrscheinlich. Alles nice. Kinder selber sagen tatsächlich auch sehr gerne, oh, das ist ja geil. Oh, so ist wie nice sagen. Knorke. Alles so Knorke. It's Knorken. So, Consumables durfte ich doch verwenden, oder? Aufwachen. Arbeit. So, voll Korall. Lunch Attack. Okay, darüber müssen wir reden. Wir müssen das jetzt leider alles super lame und langsam machen, weil es ist einfach zu gefährlich. Das Besondere an dieser Sequenz hier ist, ich werde nicht mich hinsetzen. Dass jede Flask, die wir hier verbrauchen, ist forever verbraucht. Bis zum Endboss hier, bis zu diesem Drachen, werden wir mit diesen 5 Flasks auskommen müssen. Wir hätten auch zurücklaufen können zu dem Feuerbandschrein. Oh, es ist wieder der Dodge Dog. Es gibt Watch Dogs und es gibt Dodge Dogs. Und das ist wieder so ein Dodge Dog. Seht ihr? What? Wie hast du überlebt? Herrlich. Gleich ein Hotdog. Leute, stop it. So, jetzt müssen wir mit Hyper-IQ vorgehen. Wieso lebt er? Wait. Aha. Hyperklugheit kannst du nur durch insane Intelligenz besiegen. Das heißt, der einzige Feind bin ich selbst. Oh, mein Schild! Einfach instant Karma. Ich mach mal fertig, du. Komm her, du. Okay, okay. Ich nehme alles zurück. Das war ein Damage gemacht. Das war einfach ein Damage. Darf ich mir einen Sack anziehen? Darf ich mal Theo fragen, ob ich einen Sack auf den Kopf tragen kann? Nackt mit Sack. Nein. Probably not. So. Die sogenannten Pull Knives. How to pull a dog. Du bewirfst sie mit einem Messer. Then you shield and then you smash. Verstanden. Noch ein Dog. Was ist der Dodge zuerst? Das erste, was der Hund macht, er wird nicht aggressiv, er dodged. Deswegen mag den keiner. Der ist tatsächlich so programmiert. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt hier tatsächlich arbeiten. Alter. Okay, das war nicht so der Plan. Kann ich nicht wegstellen?
Ah, das war so magnetisch. Magnetic. Oh, das nicht. Das ist gefährlich. Wenn er mit der anderen Hand zuschlägt, müsst ihr aufpassen, weil dann macht er seinen Schildbruchschlag. Der Schlag ist nur gegen Schilde da. Sehr gefährlich. Aber wieder mal erfolgreiche 3 Punkte. 3 Points vor Gryffindor. Gryffindor. Achso, ein Denkfehler gehabt. So, jetzt wird es noch gefährlicher. Das hier ist eine gefährliche Ratte. Die ist hypertanky. Wenn man sie planscht, gewinnt man. Wenn der Plunge-Attack buggt. Uah! Los geht's. Er hat gebuggt. He did bug. Aber wir haben ja noch den Booty Slammer. Und den Cheek Destroyer. Und darauf musst du dich einstellen. Das musst du wissen. Du musst wissen, wann das Spiel in den kompletten RNG-Mode geht. Und wenn du diesen RNG-Mode kennst, unstoppable. So, wer bist du? Tot. So, jetzt wird's gefährlich. Ihr dachtet, haha, Spaß, Spaß, Spaß. Jetzt wird's richtig schlimm. Oh! Das habe ich gar nicht gemeint. Das habe ich nicht mal gemeint. Das habe ich nicht mal gemeint. So. Das ist schlimm hier. Weil erstens, Laser. Laser sind halt hyper unrealistisch. Ah. So, dann gibt es hier Rap. Also es ist richtig gefährlich. Hier kann man sterben. Ich weiß, das sieht albern aus. Das ist ja, guck mal hier, Ninja. Hat gedodged. Also spätestens jetzt müssen ja alle Alarmglocken bimmeln. So, Knife Pulling. Hat's gebimmelt? Alter. Alter. Das ist wie auf so einem Jahrmarkt, wenn du so einen großen Teddy gewinnst. Was passiert da? Was passiert da? Was machst du? So. Also, nächsten 3 Punkte incoming. Oh, der lädt doch mit Absicht länger auf. Scheiße. Seht ihr? Jetzt tanzt er. Und sobald er tanzt, ist vorbei. Rennt! Leute, rennt! If it's a dance, it's not good. Keep running. Ich fass die da nicht durch. So, ist gefährlich. Ups. Oh, ich hab so Panik. So Panik. Ich hab Panik. Panik! Moos! Ist gefährlich, ja. Ist eine gefährliche Gegend. Ist das schon der richtige Run? Ich glaube, ich muss es in den Titel schreiben. Ich habe langsam die Vermutung, dass das in den Titel muss.
Ist eine Vermutung. So, ich habe jetzt noch 14 Minuten. Ich ziehe schon mal meinen Pullover aus. Der Johnny mag es gern nackt. Ja. Bleiben auch schon aus Fenster auf. Hier stinkt es bestimmt nach Scheiße. So. Los geht's. Okay, also 3 Punkte, ne? Habt ihr gesehen. Geh weg! So lustig, wenn Johnny jetzt die Tür aufgemacht hat. So. Wie heißt du eigentlich? Johnny. Nee, Jenny. Ich heiße Jenny und mein Kanal heißt Maxim. Boah, die Axt ist so bad, ich verfehle den Schleim auf dem Boden. Bruder. Ey! Ich sterbe! Jetzt ist Schleim der. Ich hab die ganze Zeit Bock, meine Waffe Holy zu machen. Holy ist halt übelst geil. Hallo! So. Ja, du willst fliehen, na? Geht aber nicht. Du brauchst die Kiste gar nicht. Der hält den Schlag aber. Humanity, I take it. So. Jetzt kommt gleich der Kapitän der Enterprise. Schade. Jetzt kommt gleich der Kapitän auf der Prize und der Enter. Er fängt immer mit einer Vorwärtsrolle an. Das ist halt so richtig sein Leben. Holy shit. Was machst du für eine. Was ist das für eine Roll? Kann man mit so einer Roll überhaupt dodgen? So soll das ein Dodge sein? So in dem Backstep mitten in der Animation ist aber auch Hardcore Gigatroll. So. Stachelschild. Also wir könnten 3 Punkte. Ja, wir könnten. Wir können theoretisch alleine schon jedes Punkte dingen. Zusammenschneiden. So, und erstmal mache ich die Ratten hier tot. Die 2 Hits brauchen, ist auch absolut amazing. Spricht halt nicht für die Axt. So, die lassen wir jetzt einfach liegen. Den hier, dem müssen wir reden. Normalerweise töten wir den auch immer und machen wir den Joke, dass er unsere Mutter beleidigt. But not this time. Das Hart ist sehr nützlich bei allen Bossen. Ich habe irgendwie keinen Boss gesehen, der nicht gesagt hat, ich mag Blitzdamage. Und bisher ist jeder Boss hyperlost gegen Blitz. So, draußen ist auch gigawindig, finde ich auch geil. So. Bin sehr pünktlich, by the way. So. Geil. Guter erster Hit. Guter zweiter Hit. So, also ich habe schon mal die Zeit hervorragend genutzt. Wow. Also wir müssen auf jeden Fall. Auf jeden Fall über die Hitbox reden. Aber. Oh oh. Das ist sein Grab tatsächlich. Ich glaube, sein Grab überlebe ich nicht. Überlebe ich sein Grab? Weil normalerweise schützt mich die Rüstung vor den Stacheln.
Überlebe ich das? Wahrscheinlich nicht, oder? Easy? Ich meine, ich habe super viel Resistenz. Mittwoch bis Freitag, mein Lieber. Ich fahre heute Abend quasi. Ist heute Dienstag? Ja, wenn heute Dienst. Wo bin ich? Siehst du, deswegen mache ich das nicht. Aber so weit ist es gar nicht. Ja, nee, deswegen gehe ich zurück zum Feuerdings. Mache ich heute mal die Heizung an für mich. Oh, das ist lieb, Johnny. Ich meine, jetzt war es die letzten Tage tatsächlich warm. Aber Diana hat mir gesagt, das Wetter wird jetzt wieder shitty. Das hat als Treffer gezählt, das war aber nett. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Waffe zu verbessern, was sehr nice ist. Oh, ich sehe einen Fehler im System. Das seht ihr vielleicht nicht. Weil there is a failure in the system. Wir müssen jetzt durch das Henodukt. Keine große Scherbe. Doch, große Scherbe habe ich. Große Scherben findet man tatsächlich. Manchmal auch in diesen Dinger. Jetzt kommt das Henodukt. Monka Shake, Monka W, Monka S, Monka T. Und auch manchmal Monka Y. Monka Y. Das ist dann quasi. Das ist jetzt hypergefährlich. Hier sind die besten Spieler gestorben. Aber ich habe hier den Wallhack. Seht ihr? Das geht nur, wenn man Hyperbrain hat. Und jetzt aber ganz schnell hier runter. Und jetzt dürft ihr nicht anvisieren. Wenn ihr jetzt anvisiert, seid ihr tot. Also nur anvisieren, reindrücken. Fängt euer... Der rollt dann sofort hier runter. Euer Charakter weiß dann nichts anderes zu tun, außer sofort runter zu rollen. Ihr müsst beim Henodukt, müsst ihr theoretisch diesen Kameranuppel hier, den müsst ihr rausreißen. Damit ihr ihn nicht bedient. Henodukt, hypergefährlich. Hyper dangerous. So, und den parieren wir jetzt. Pass auf. Pass auf. Kein Bock. So. Also, setzt uns hin. Stehen wir auf. Wir müssen jetzt ganz kurz zu André. Dann porten wir uns. Und dann... Dann gucken wir uns noch Schandstadt so ein bisschen an, okay? Wir gucken uns ein ganz kleines bisschen Schandstadt an. Minus 10 für diese Aktion. So. Hier ist noch der Peterstuhl. Goodbye, Peterstuhl.
So. Peters Stuhl klingt falsch. Das ist ja nicht Peters Stuhl klingt falsch. Wie heißen diese Fahrstühle, die durchgehend laufen? Diese Pedestrials oder sowas. Pedestalen. Da ist ja schon Peter drinne. Peter Noster. Es ist ein Peter Noster. Haha. Seht ihr? Manchmal kommen die Wortwitze einfach von Elaine. Das ist das Peter Noster. Wisst ihr, was ich jetzt Angst habe, dass die Typen mir bis hier hinterherlaufen und den und jetzt André schlagen. So, Waffe umwandeln. So. So ein paar Scherben habe ich. Plus 7 ist jetzt nicht kacke. Man könnte jetzt das Kit mitnehmen. Das machen wir jetzt am besten gleich. So. Das Reparaturkit nehmen wir auch mal. Tatsächlich ging mir ging schon mal wirklich eine Waffe kaputt. Ich könnte es André hauen. Alter, wenn ich André haue, ist vorbei. So. Wenn der André haust, wirst du auf Twitch gebannt. Wer würde André hauen? Johnny, das ist eine sehr gute Frage. Leider immer noch einer der witzigsten Twitch-Clips, die ich je gesehen habe. Wie Johnny einfach zum Schmied geht. Du hörst den Hammer nicht. Und dann kommt André und dropkickt Johnny die Fresse kaputt. Das ist wirklich einer der schönsten Momente, die ich je hatte. First time Dark Souls. Was hast du gemacht? Ich habe André geschlagen. Dieses Meme, dieses. So. Sofort. Du bist Dropkick Johnny. Wir haben das Peter Noster. Wir haben das Henodukt und du bist Dropkick Johnny. Gibt's nicht irgend so einen Wrestler, der Johnny heißt? Wir können jetzt den Drachen machen. Ich hab den. Ja, den habe ich nicht. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal zum Start. Theoretisch müsste jetzt mein Schul-Johnny kommen. Oder wie ich ihn nenne, Johnny Musk. Nee! Das ist Quatsch. Fuck this shit, I'm out. La 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 la. Na, was macht er jetzt? Wo seid ihr? Gut. Wer ist da? Sind da beide oder ist da noch einer? Ist noch einer, oder? Hallo? Die kann man auch nicht gut parryen. Hat gar jemand geklopft? Johnny? Jo? So. Ich muss noch eine Sekunde was machen, dann bin ich sofort ready. Ready to end. So, sehr gut. Boom. Reden. Man kann upgraden und man kann auch updaten. Game is very loud. Korrekt. Ja, ihr müsst doch. Wir sind ja auch in einem Tal. Voller Wind. Leute. Und klar, dass es hier laut ist. Warte mal, kann man hier hochlaufen?
Holy moly. Habt ihr das gewusst? Hab ich legit nicht gewusst. Plunge Attack. Plunge Attack, the best attack in the game. Das ist wirklich laut. Na klar. Das hat jetzt nicht getroffen. Are you kidding me? Mein gesamter Kopf war in seiner Kralle. Zählt nicht. Bald schafft das. Ja, das dauert ein bisschen. Wir machen 200 Damage. Das ist tatsächlich nicht wenig. Oh, das ist so traurig. Das ist halt wirklich, das ist sad. Das auch. Ich trau mich nicht, die Waffe ist so kurz. Das war kein Treffer, by the way. Ich wiederhole mal, das war gerade kein Treffer. Wo ist denn hier die Hitbox? Na klar. Gut. Hätte man das geklärt. Jetzt habe ich auch gar kein Gegengift, ne? Ich habe hier noch das coole Gegengift. Ja, muss reichen. Ein bisschen Spannung muss auch mal sein. So viel Schiss, dass ich hier nicht mal Zeit spare. So, jetzt vorsichtig. Nicht den Fahrstuhl runterfallen. Concentration. Ja, die Axt hat, glaube ich, einfach keine Hitbox. Habt ihr das gesehen, wie oft ich einfach in seine Hand geschlagen habe, weil er nichts gemacht hat? Das war schon bad. Können die Seelen jetzt nicht sehen, ne? True. Habe ich hier das Seelen-Overlay? Nee, genau. Und ganz dumm auch, ne? Bin ich auch näher an seinem Booty, also. Ist das was Gutes? Ein bisschen näher an seinem Buttocks. Ja, wir machen den später. Wir machen erst unsere Waffe und dann rennen wir. Ich meine, hier werden wir auf jeden Fall nochmal vorbeirennen. Und dann machen wir den ganz schnell. Wobei seine Hitbox wird nicht größer, ne? Das ist das Problem. Kann ich aus dem. Ja, das, die nächsten Punkte dauern tatsächlich ein bisschen. So, hier hoffe ich natürlich, dass ich nur einen pulle. Sehr gut. Den kann man auch parryen, by the way. So. Oha, hier ist ja der Knopf richtig eingerastet. Unangenehm. Bam. So, das Staggern hier ist auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe gestern ein bisschen Leon beobachtet. Das war schon sehr interessant. Er hat auch zum Beispiel dann gegen den Minotaurus gekämpft. Ne, aber einhändig. Fand ich auch crazy.
einhändig ist halt DPS-verlustmäßig mit der Axt halt 340%. Oh. Das ist richtig schlimm. Also geht noch schlimmer tatsächlich. Wait a minute. Spider Shield für Giftresistenz. Eine coole Idee, ja. Aber kriege ich dann weniger Damage? Also kriege ich dann safe weniger Damage? Wie wird das verrechnet? Dann Maxi in den Run begonnen gestern. Immer so um 10. Trinken erst Kaffee, macht spielen irgendwas Entspanntes und dann Kaffee. Und dann Kaffee. Dann Kaffee, no Death Run. Dann no Kaffee Run. Ein no Kaffee Run würde ich übrigens nie machen. Oh, das ist ein One-Shot. Das ist gut. That's a good thing. So, jetzt kommt hier die weirdeste Plunge-Hitbox ever made in history. So. Wir werden uns unübrigens nicht hinsetzen. Wer sich in Schandstadt hinsetzt ans Feuer, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ganz klar. No Kaffee Run, das gibt's nicht. How is that possible? Okay. Da wird es dann, denke ich, ein kleines Meeting zugeben. Da denke ich, werden wir nicht um eine Diskussion drum herum kommen. Mildred. Mildred Hildred. So, das ist, glaube ich, die Heavy Attack von ihr. Ne, was muss ich machen? Ich muss Heavy Attack machen. Heavy Attack! Da müssen wir einen Heavy Attack machen. Und dann schlagen wir schön von oben zu. Unsere Giftresistenzbar ist natürlich auch nicht von diesem Planeten. Also der ist nur Resistenz. Das sammle ich auch nur aus Prinzip ein. It's aus Prinzip. No Coffee Run ist verboten, ne? Das war gut. Das war gut mechanisch und psychisch. Das Gute ist, in dem Wort psychisch ist ja schon schüch drin. Ja, deswegen ist das gut. Aber das Ding ist halt, es gibt schüch und es gibt schiech. Leute, was macht mehr Schaden? Oder wir sind halt beide nicht gut in dem Game. So. Ich glaube, ich muss da eine Heavy Attack machen. Oh mein Gott. Aber die muss ich auf jeden Fall einen Tag vorher machen. Grüne Scherben. Vielleicht machen wir einen Holy Run. Leute, seht ihr euch bei einem Holy Axe Run? Oh ja, jetzt aber auf jeden Fall, oder? Das waren ja richtig viele. Das sehen wir jetzt schon 10 Stück. Do it. Do it. Boah.
Alter, also mit den Drops läuft's aber, Bruder. Mit den Drops läuft's aber, hallo. Ist nicht schlecht. So. Vielleicht muss daneben schlagen, ne? Du musst verfehlen, um zu treffen. Das ist auch ein guter Roll. Wait, wer von euch lebt noch? So. Hold up. Bop. Bop. Okay, jetzt hat mein Glück ein bisschen wieder nachgelassen, ne? Aber eigentlich war es genug. Also normalerweise ist quasi der Plan, dass man nur eine Scherbe kriegt, ja. Ne? Also eine geplante, würde ich mal sagen. Schneiden. Was bringt Holy? Holy macht Magic Damage drauf. Und macht die Waffe heilig. Als extra Attribut. Und, oh. Ich habe hier so ein. Ich hab hier ein bisschen was an meiner Schulter. Hui. Macht's extra heilig. Das bedeutet, dass man zum Beispiel Skelette, die wieder auferstehen können durch so einen untoten Superpriest. Dass man die für immer töten kann. Was actually sehr gut ist. Oh, Alter. Are you kidding me? Mehr Glück als Peter bei diesen Scherben. Das ist krass. Ich glaube, wir machen die Holy. Aber wir... Ich meine, wir können die jetzt zurückporten, die Holy machen und dann Quellag machen. Das würde halt viel schneller gehen, ne? Quellag ist schon ein gewisses Risiko tatsächlich. Und ich überlege, das zu machen. Ich meine, wir können die jetzt Giga-Holy machen. Wir können die, glaube ich, Holy plus 5 oder so. Ich glaube, das machen wir, oder? So ein bisschen Bock drauf. Weil sonst braucht das halt ewig. Also ich mache halt gegen Quellag überhaupt keinen Damage, ne? Ihr wollt alle mit Holy machen, ne? Wir haben noch eine Elektro-Scheiße. Nee, wir ziehen es mit euch, komm. Sonst ist immer doppelte Wege. Ich glaube, wir machen den dicken Boy Holy. Aber dann müssen wir nicht nach New Londo. Oh, da warte mal, da müssen wir aber mit... Nee, das geht nicht. Warte, wie mache ich die Waffe plus 10? Die Holy Weapon plus 10, da muss ich doch so eine Kohle bei Nito holen, oder? Und sonst könnte ich die plus 15 machen, bevor ich bei Dings bin. Ich glaube, die plus 15 ist mehr wert, oder? Nee. Nee, Leute, wir ziehen es durch. Wir machen die plus 15 und dann machen wir... Nee, ich hab so viele Scherben, das ist halt so geil. Ich meine, ich weiß nicht, was in den Regeln steht. Kann ich mir eine zweite Axt machen? Nee, ne? So, sterbe ich hier? Nee, ne? Ich muss mal ganz dringend pullern. Ich hab vor uns vergessen zu pullern. Bin gleich wieder da.
So. Also wir machen jetzt die Elektro-Variante, okay? Die Harz-Version. Das war ein paar unlucky Moves. Das war ein unlucky Hitbox. Oh, das war's. Nicht ganz. Scheiße. Da hab ich's. Das ist wegen der Schokolade. Alles wegen der Schokolade. Wir müssen warten, bis die Plärre weg ist. Ist zu risky. Da. Zu risky. Zu risky. Froh sein, dass sie so viele Beine hat. Aber ist auch manchmal ein Nachteil. Wisst ihr, wenn die anfängt, die Spinne zu knuddeln, dann ist es gefährlich. Knuddeln ist im richtigen Leben hyper wichtig. Aber hier ist Terror. Das war jetzt der erste gute Move von ihr. Normalerweise macht die den dreimal und du bist tot. Aber das war schon gefährlich. Normalerweise macht die nur den. Aber die hat in einem ganz schlimmen Zeitpunkt geknuddelt. Dann ist GG. GG. Lasst euch niemals knuddeln, wenn ihr es nicht wollt. Leute, das ist eine gute Grundregel. Weil dann ist die Explosion ist zu krass. Macht zu viel Damage. Ist zu crazy. Ja, für Bugde. So. Ja, ich bin ein... Look at me. Der sagt irgendwas, ich sehe gar keine Eier, aber theoretisch ist er gar nicht so weit weg davon, die Eier tatsächlich zu sehen. Es ist also schon eine harte Lüge, die der da raushaut. Ist eine Lüge. Eine Leihung. Ah, das war okay. Das war dumm. Ich vermisse die Chant. Gibt's sie nicht mehr? Ich hab schon mal drüber geredet, ne? Dass Twitch die irgendwie loswerden will. Ich habe aber die Begründung nicht mehr im Kopf. What's the reason behind?
What's the reason behind? Wurden als negativ eingestuft. Wurden nicht genutzt. Ja, ist manchmal schwer, ne? Wie viel... Wenn etwas nicht nützlich ist, dann verbraucht... Dann ist ja das Schlimmste daran, wenn es Ressourcen verbraucht, ne? Ja, zum Beispiel ein... Alles, was du im Keller hast, ist ja auch nicht nützlich. Ne? Aber es wäre schlimm, wenn du dafür im Monat Geld zahlen müsstest. Für das, was da unten liegt. Ne? Das ist ein Big Difference. Was ist dein Angstgegner, Manus? Oh, Manus werden wir ja gar nicht probieren. Also ich werde nicht ins DLC gehen, auf jeden Fall. So, da sehe ich mich halt überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe einmal kurz bei dem anderen DLDU-Run mit den Wortwitzen. Da bin ich, glaube ich, da habe ich den Minotaurus ein paar Sekunden gekämpft und bin dann rausgeboned. Bin einfach rausgejoinkt. Sanctuary Garden, Dings ist doch easy. Naja, ich hab halt nicht mit einer Main-Waffe gespielt, ne? Ich hab halt da mit der Negan-Keule da gespielt. Und die war ganz lustig. Aber... Ja. Naja, fünf Bocke. So. Ein bisschen Angst vor Sens Fest. Warte, wie mache ich Sens Fest? Weil ich habe ja keinen. Ich habe ja diese eine Stelle, habe ich ja keinen Bogen. Der schießt dann bestimmt einen Blitz in meinen Rücken, oder? Ah ne, ich wollte was verkaufen. Dumm. Mein Gehirn nicht richtig gefragt. Also wir machen die Waffe jetzt erstmal plus 10. Das ist das Ding. Da müssen wir die Feuerdose noch abgeben, das vergesse ich schon mal. Diesmal vergesse ich es nicht. Also wir machen die Waffe erstmal plus 10, würde ich sagen. Wie komme ich denn an den Typen vorbei, den ich normalerweise mit dem Bogen kille? Ich meine, ich könnte Wurfmesser nehmen, aber... Bei Wurfmesser ist es immer so anstrengend, weil der immer so einen übelst fetten Schritt nach vorne geht. Und aber ohne die... Ich habe nicht genug Scherben. Ich brauche halt noch zwei Scherben. Die muss ich aus Sens Festung holen. Feuerbomben. Hm.
Das reicht, ne? Mit Feuerbomben? Verkauft die alte Feuerbomben? Ich meine, das ist meine Festung. Da habe ich die meisten Tode auf jeden Fall. Ja, ich will die auf jeden Fall erstmal plus 10 kriegen, würde ich sagen. Plus 10 und dann gehen wir nach New Londo. Ja, wir gucken jetzt nach den Feuerbomben, oder? Ja, den Ushigata-Typen habe ich leider getötet. Aus Versehen. Aus Versehen mit Absicht. Wir gucken erstmal kurz, ob die Lady das hat. Mrs. Sewers. Den dürft ihr nicht anvisieren, der ist crazy. Vergiften. Vergiften. Vergiften ist auch so ein Thema. Ich habe richtig Angst vor der Festung, Mann. Die Angst ist einfach allgegenwärtig. Ich habe auch nicht genug Schaden, tatsächlich. Also normalerweise mache ich plus 10. Ich meine, gibt es da unten Scherben? Gibt es in New Londo Scherben? Gift. Oh, das ist gut. Oh ja, die nehme ich. Aber können die vergiftet werden? Ich meine, das sind Schlangen. Blitzschlangen. True. Na gut. Dann gehen wir jetzt in Sens Festung, machen die Waffe plus 10. Machen den Eisengolem. Wir machen den gleich mit, oder? Dann müssen wir auch den Schlüssel holen. Das Ding ist halt, also in der, wenn du nackt bist, kann ich in Sens Festung halt legit alles one-shotten. Das ist das Nervige an der Festung. Wir könnten noch den dicken Typen machen. Aber es dauert halt ewig mit der Waffe. Ich hab noch einmal Goldharz, ne? Und einmal Kohle. Ne, wir gehen jetzt in Sensfestung, komm. Uns geht's nicht um die Punkte. Kannst du nicht noch eine Rüstung kaufen? Stimmt. Rüstung ist eine gute Idee. Katzen kann man auch machen, ja. Wir machen erstmal die Festung. Ich meine, das ist ein wichtiger Teil des Games. Das ist auch ein schwerer Teil. Kaufen ist erlaubt, stimmt. Ja, wir sitzen uns hier hin, ne? Boah, wir kriegen jetzt so hart aufs Maul, weil wir nicht plus 10 sind, ne? Also ich weiß gar nicht, es kann sein, dass wir wieder eiskalt zurückrennen. Wie viel brauchen wir denn? Wie viel brauchen wir? 3 oder so? Oder 2? Wir brauchen 2 Scherben, glaube ich, oder? Also die hier, die haben halt so viel Damage. Ach, er löst das gar nicht aus. Wow.
Okay, der andere ist gerade richtig weit weg. Ja, das gefällt mir noch gut. Das war ja fast schon Damage. Aber wir nutzen trotzdem mal die Chance. Und guck mal, was das hier macht. Okay, das ist auch schon mal enttäuschend. We wait. So. Okay, das wird furchtbar. Ich hoffe, dass der andere weniger aushält. Oder ob du mich killen willst. Oh, das wird nicht gut, Leute. Alter, die Festung, die macht mich so psychisch fertig. Can't do it. Mit der Festung ist alles kaputt. Everything wrong. Ich will einfach nicht. Ich habe einfach Schiss. Auch hier habe ich Schiss. Weil hier, der hat mich halt legit schon getötet. Mit seinem Blitzmist. Lass mich mal durch. Boah, Puls, Junge, Puls. Der Puls ist enorm hoch. So, habe ich jetzt genug Scherben? Kann ich jetzt raus? Also, ich habe die Waffe jetzt. Ich brauche jetzt mal. Ich habe die Waffe plus 9. Und ich habe 3 Stück. Brauche ich 5? Auch 3, ne? 3 reichen. Aber wir ziehen es durch. Ziehen wir es durch. Meine Hammer ist hinter uns. Das Gröbste. Wenn wir den Fahrstuhl schaffen, ist ja schon GG. Da hilft uns tatsächlich die Waffe nicht. Also eine bessere Waffe bringt uns nicht mal was. Den hat sie nochmal umgenietet. Ist der dead? Der schafft's niemals hoch, oder? Oh shit. Oh Leute, ich muss jetzt auf jeden Fall. Ich muss jetzt auf jeden Fall kacken, ganz doll. Das ist purer Angstschiss, wie so ein Hase. Diese Festung, die hat er einfach Narben hinterlassen. Psychic Scars.
Leute. He's still alive. Bei Tryndamere. Also ohne Rüstung fühle ich mich buchstäblich nackt. So, wir machen das so. Wir rollen jetzt den Typen da nieder. Den da unten. Und ich gehe derweil kacken. Das dauert ein bisschen, ehe der tot ist. Aber ich muss. Ist eh Flitzekacke. So. Also. Mein Arsch hat mich daran erinnert, dass ich gestern scharf gegessen habe. It burns. So. Ist das richtig hier? Machen wir mal da raus. Ich habe einen Burger gegessen mit Jalapenos. War eigentlich ganz gut. Wie rennt denn der? War auch tatsächlich ganz gut. Aber das ist halt wie bei so einer Rakete. Hat einen Nachbrenner. So, be careful. Hier müssen wir aufpassen. Es kann sein, dass hier trotzdem jemand... Genau. Er hat sich erhangen! Leute, ich habe nur einen Wortwitz gemacht! Und er hat sich selbst umgebracht. Jesus Christ! Also dieser Tunnel ist wirklich gefährlich, kann das sein? Das ist schon mal passiert, bloß hier an der Stelle. It's a dangerous game. So wird man Modpack sehen. Ja, man muss selig tot sein. Oh! Wer war das? Wer von euch war das? So. Also, jetzt kommt die schwerste Stelle. Also die ist noch nicht. Die ist auch schwer. Aber die ist anders schwer. It's a different kind of schwer. Wir müssen zuerst den hier oben machen. Ich sag ja, jedes Mal, wenn ich Dark Souls spiele, sterbe ich. Nein! Ja, ich habe einen Autotech gemacht. Ich dachte, er war schon fertig. Es ist Maxims Fortress, Leute. Es ist Maxims Fortress.